Servus miteinander, herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Wir befinden uns hier an der Raststätte. Ich bin heute früh schon ein Stück gefahren. Wir laufen mal zurück zum LKW. Hab mir hier kurz einen Kaffee geholt und noch ein Leberkäsebrötchen, weil wir fahren ja nach Salzburg. Ja, und in Salzburg wird es keins mehr geben. Ja, unsere liebe Leberkäsprinzessin bestimmt schon wieder alle aufgegessen. Wir stehen hier in Bad Berneck, Himmelkron, auf der A9. Sind jetzt hier schon ein Stück runtergefahren, an Leipzig vorbei. Sind ja auf den Weg von Schirke runter nach Salzburg. 8 Stunden Fahrzeit knapp noch. Das sollten wir heute definitiv hinbekommen. Und dann werden wir heute den Mercedes abgeben. So, gleich mal einen Schluck vom Kaffee nehmen. Das ist das Wichtigste hier am Tag. Tanken tun wir hier nicht. Das machen wir auf dem Hof, beziehungsweise schauen wir mal. Biege nach links ab. Kann ja dann derjenige machen, der den Mercedes wieder zurückfährt. Jetzt geht's erstmal wieder auf die A9 zurück. Und dann schauen wir mal, was heute noch so geht. Bin irgendwie geredet. Ich hoffe, dass das Wochenende jetzt langsam dann doch endlich mal eintrifft in Salzburg. Gut, morgen am Samstag werde ich dann meine Black Beauty, meinen Scania R wieder einräumen, der vom Service zurück ist. Wird auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Da freut man sich dann doch immer ein bisschen drauf. So, jetzt gucken wir erstmal die A9 komplett runter. Bayreuth vorbei. Nürnberg vorbei. Die Richtung und hier. Na, Kollege Schnitschuh, was ist? So. Geht diese Woche hier im Actros 5 auch schon vorbei. Ja, erstmal so. Ist ja hier ein Mod. Der Mod hier finde ich extrem gut gemacht. Auch hier mit den Bildschirmen und so weiter. Sehr, sehr, meiner Meinung nach, schöner Mod. Klar, hier Tisch und so weiter, Wallis Add-on. Ist ja, kann man hier alles mit reintun. Könnt auch Vorhänge mit rein tun und so weiter und so fort. Ist für mich wirklich ein sehr schön gemachter Mod. Und ich durfte in Real Life auch schon mal ein Mercedes hier fahren. Auch ohne Spiegel. Und ja, ich muss euch sagen, man gewöhnt sich dran. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich bin irgendwie kein so wirklicher Fan davon, aber ja, es wird halt früher oder später wahrscheinlich
gang und gäbe sein, denn allein durch den Luftwiderstand durch die Spiegel spart man sich dann doch 1-2 Liter mehr vielleicht und ist einfach effizienter, wenn man keine Spiegel dran hat. Das macht dann auf der Kilometer schon nach einer Zeit einiges aus. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. So an sich muss ich in echt sagen, die Bildschirme, ja, ist jetzt auch nicht so meins, ist gewöhnungsbedürftig, aber man muss sagen, man fuchst sich da rein. Und wenn man 1-2 Tage mal damit gefahren ist, muss man sagen, wenn man das versteht und so weiter, für ältere Leute vielleicht nicht so gut wie jetzt so der alte, das alte Dashboard, wie jetzt man es sonst kennt. Man muss sagen, das sind wirklich hier zwei Computer, die auch wirklich hoch und runter fahren. Das ist auch in Wirklichkeit so. Die brauchen manchmal wirklich eine Zeit, bis man darauf was sehen kann. Was mir auch aufgefallen ist, ich habe gut hier unten jetzt im Storyplay haben wir unten das Bett. Ich bin die Single-Kabine gefahren in Real Life. War auch eine Nacht draußen. Und ich muss wirklich sagen, das Bett oben hat auch Vor- und Nachteile. Es ist extrem breit. So breit, dass man da sich quer fast nicht reinstellen kann. Also ein LKW-Fahrer, der ein bisschen Bauch hat und diese Single-Kabine fährt, hat dann auch schon Probleme da hochzukommen, weil das einfach extrem eng ist. Klar, unten hier drüben hat man hier so eine Sitzecke, die der ein oder andere vielleicht mal kennt. Wenn nicht, googelt's mal, dass dann hier wirklich der Sitz ganz hinten an der Wand, ein Tisch und so weiter drin. Ist schon nicht schlecht, muss man sagen. Aber wie gesagt, das Bett oben auch gut, dass man so viel Platz hat, eine große Matratze drin hat. Nur jemand mit Bäuchchen, denn da hat man dann das Problem, dass man da wirklich nicht hochkommt wahrscheinlich, oder schwierig hochkommt. Dazu kommt die Lichteinstellung. An sich hat der Mercedes-Benz, egal ob es jetzt der MB4 ist oder der hier der Actros 5, richtig cooles Lichtverhältnis. Man kann hier Dämmerung einstellen und so weiter. Da leuchtet das alles nochmal in Gelb und schlag mich tot. Es ist wirklich schön gemacht. Das Problem ist Standklimaanlage, Standheizung und so weiter. Ist natürlich bei einer Single-Kabine blöd, wenn man das oben an dem Display nicht einstellen kann. So war es jetzt bei dem LKW, den ich fahren durfte. War dann oben im Bett gelegen. Denke mir so, puh, ganz schön warm hier oben. Da war es unten natürlich, die warme Luft geht nach oben. Unten war es angenehm, oben war es kaum auszuhalten. Darfst du vom Bett nochmal runter, musst dir den rechten Bildschirm, da wo jetzt Simlife Radio drin steht, nochmal hochfahren lassen. Wie gesagt, ist wie ein PC und stellst es dann alles hier über diesen Bildschirm ein. Ja, ist meiner Meinung nach ein bisschen blöd. Es wäre schön, wenn man das oben an so einem Display machen könnte. Aber gut,
Ja, vom Aussehen her finde ich den MB5 schon immer, oder Mercedes auch den MB4 auch immer schön kräftig sieht er aus. Leider muss ich sagen, ja, Actros hat einfach, oder Mercedes hat einfach den Hau weg, dass sie nicht so gut ziehen. Und das ist mir auch wieder so vorgekommen. Es ist einfach so. Aber gut. So an sich. Früher gab es hier in der Serienfertigung den Stuhl nicht. Der war. Da war es drauf gesetzt wie auf einem Brett. Mittlerweile haben sie das auch ein bisschen angenehmer für die Fahrer gemacht. Man hat aber immer noch, oder sowas jetzt auf jeden Fall, bei dem, wo ich gefahren habe, so eine Nackenlehne. Und die ist an zwei Schnüren festgemacht. Das sieht aus, als würde man am ICE setzen und da hat man gerade in der ersten Klasse so eine Nackenstütze. Also, ja, war jetzt nicht so mein Fall. Aber sonst war ich eigentlich wirklich positiv, auch in Real Life. Ich war nie der richtige Actros-Fan. War ich aber positiv eigentlich davon überzeugt. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Aber gut. Das war so meine Erfahrung mit dem MB5, was auch Real Life war. Sonst muss ich wirklich sagen, Fahrverhalten. Auch von den ganzen Assistenten, was der drin hat, merkt man schon, das geht schon in eine ganz. Oh, Katzenklo, cool. Gute Richtung. Hat dann auch die Möglichkeit, einen Assistenten einzustellen, der dir per Satellit sagt, du fährst jetzt in Deutschland Autobahn, du darfst nur 80 fahren. Dann haut er den Tempomat auf 80 und das war's. Gut, du hast deinen Bremsassistenten, Spurhalteassistenten und so weiter. Aber der Tempomat stellt sich auf die Geschwindigkeit an, wo er gerade das, also wo man, wie viel man auch fahren darf. Das ist eigentlich an sich ganz gut. War bei mir jetzt der Fall in Frankreich so. Da war das Update hier nicht auf dem Navi. Und dann hat es nicht funktioniert. Gut, dann habe ich es einfach ausgestellt und bin zurückgefahren. Aber normalerweise ist es, glaube ich, auch eine sehr coole Sache, was das betrifft. Ja, und das war es eigentlich auch zu meinem Fazit zum MP5. Ja, in der Story hat ein bisschen die Leistung gefehlt. An sich war noch ziemlich schwer unterwegs. Aber so bin ich eigentlich auch positiv überrascht. Aber das hätte ja für euch hier mal interessant sein können, was ich so Erfahrungen gemacht habe mit dem MP5, sag ich jetzt mal, im Real Life. Und da fährt der Kollege. Und ja, da hat jeder Kollege ein bisschen eine andere Meinung dazu. Aber so ist das nun mal. Ja, die Kollegen sind auch wieder fleißig unterwegs. Der liebe Frank. Grüße gehen raus. Ist unterwegs nach Odensee oder sowas. Oben nach Dänemark. Oder ist da angekommen. Der liebe Michi Amon und der Lukas. Die sind
in Doppelbesetzung unterwegs gewesen, oben in Skandinavien. Der Herr Amon hat sich ein neues Fahrzeug gegönnt. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ja, von den anderen kam, wie gesagt, kein weiteres Video. Grüße gehen natürlich raus, Hermi, Stefan, Raimi. Der Wusel, der in Island unterwegs ist. Alle möglichen. Und vielleicht treffen wir ja den lieben Raimi in Salzburg. Der ist ja unterwegs nach Klagenfurt und fährt dann eine Umfuhr, glaube ich, nach Salzburg. Schauen wir mal. Und da, oh, Telefon klingelt. Ja, JJ on Tour, die Heimtrans. Ja, ich weiß, dass ihr das seid. Wo ich bleib. Ich habe jetzt laut Navi noch 32 Kilometer. Ihr wollt Feierabend machen. Na, mir ist es egal, was ihr macht im Lager. Bitte links halten. Ich bin jetzt gerade über die Grenze gefahren. Ja, ich weiß schon, dass ihr am liebsten um 12 Feierabend machen wollt. Aber das ist halt schlecht möglich, weil fliegen können wir nicht. Ja, wie gesagt, ich bin gleich da. Na? Ja, alles klar. Ja, im Büro ist eh keiner mehr. Ich bringe die Papiere mit rein in die Halle. Ausfahrt rechts nehmen. So machen wir es. Alles klar, bis gleich. Ciao, ciao. Ja, ja. Die Ausfahrt rechts. Die Dispo, beziehungsweise das Büro. Im Büro ist keiner mehr, ist ja Freitag gleich 16 Uhr, da ist fast keiner mehr da. Die Lagermitarbeiter wollen auch mal Feierabend machen, wollen ins Wochenende. Da ist immer nur Notbesetzung am Wochenende. Biege nach rechts ab. Und haben sie angerufen, wo ich denn bleib. Kollege, das wird knapp. Vielleicht sehen wir ja den Raimi morgen. Der müsste, glaube ich, morgen ankommen in Salzburg. Bitte rechts halten. Schauen wir mal. Und so geht auch die Woche hier zur Neige. Mit dem MP5. Immer und geradeaus. Ja, vom Verbrauch muss ich wirklich sagen. Hut ab. Da ist er schon stark. Auch jetzt hier in-game. Ich habe jetzt trotzdem ganz schön Strecke gemacht. Hier Salzburg, dann Bremerhaven zurück nach oder hoch nach Cuxhaven geladen für Berlin. Hamburg-Berlin. Dann runter von Berlin nach Forst. In Forst geladen für Dänemark. Oben Dänemark runter in Harz und von Harz jetzt runter nach Salzburg. So sind wir schon einige Meter gefahren und ich muss wirklich sagen, getankt habe ich jetzt nicht. Da ist ja schon so, da hätte ich mit meinem V8 gar nicht definitiv mal tanken müssen. Aber ich freue mich drauf. Nächstes Mal wieder mit dem Scania unterwegs gewesen zu sein. HM-Platz. Schauen wir mal. Das war eine schöne Fahrt. Servus! Wir sollen uns da vorne heute hinstellen. Ja, dann fahren wir doch eine Runde und dann stellen wir uns da an das erste Tor hin. Scania habe ich bis jetzt noch nicht gesehen.
Mein Auflieger. Boah, bin ich mal gespannt, ob ich den Krone wieder dran bekomme. Oder doch den Gügelauflieger. Was steht denn da? Lauter Fremdauflieger. Kipper. Hat er der Reimi gesagt, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob ich Kipper fahren soll. Ja, ist in Ordnung. Servus Heinz Günther. Der macht schon wieder einen Stress, der will ein Wochenende. Aber der Hermi hat ja mir versichert, dass wir keinen Kipper fahren werden. Aber verneint, dass ich einen Vico bekomme, mal zum Fahren, hat er jetzt auch nicht. Ach ja, Türen vergessen aufzumachen. Schauen wir mal, steigen wir mal schnell aus. Tür zu. Passt. Servus. Ich weiß, dass ihr Wochenende machen wollt. Moin Männer. Ja, gleich. Ist gleich soweit. So. Die Türen machen wir auf. Passt. Und jetzt schieben wir den Hobel da an die Rampe. Und dann passt der schon. Wenn wir da hinbekommen. Und dann geht doch die Woche zu Ende. So. Die Papiere werde ich jetzt mit reinnehmen. Fenster machen wir hoch. Dann war es das auch. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal Wochenende. Werde dann hier vorne noch mal schauen in die Kantine, ob es da noch was zu beißen gibt. Ich denke nicht. Freitag so spät. In Salzburg werde ich schon was finden. Auf jeden Fall bedanke ich mich hier beim Zuschauen, bei euch Zuschauern. Mittlerweile auch schon 218 Abonnenten. Ihr seid echt verrückt. Danke dafür. Ja, der Karl-Heinz da hinten macht schon wieder Radau. Ich muss raus. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert, abonniert den Kanal. Sagt's weiter, dass noch mehr Abonnenten kommen. Und dann freuen wir uns auf Montag, wenn es dann wieder losgeht mit der Black Beauty. Mit dem wunderschönen Scania. In diesem Sinne, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer JJ. Ciao, ciao.